So, hi und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Planet Unknown. Ihr habt abgestimmt, also sollt ihr es bekommen. Ich spiele heute wieder mit dem Jan. Hallo Jan. Hallo zusammen. Da ist das wunderschöne Spiel, was jetzt endlich auf Deutsch erschienen ist. Wir haben uns heute, also ich habe mir überlegt, dass wir heute mal die harte Variante spielen. Und zwar gibt es diese Planetenseiten, ich drehe die mal gerade kurz um, das sind die normalen Seiten, also die einfachen Seiten, die haben auch hier, da sind so kleine Meteoriten angegeben. Das ist Stufe 1, das haben wir bisher gespielt und jetzt steigern wir uns gleich mal auf Stufe 3. Das sind jetzt ja individuelle Planeten, also vorher war alles symmetrisch, jetzt spielen wir ein bisschen asymmetrisch. Der Jan hat auch einen ziemlich harten Planeten. Genau, ich habe einen Graben mittendrin im Planeten. Und den darfst du nicht überqueren. Genau. Auch nicht mit deinem Rover. Nicht mit meinem Plättchen und nicht mit meinem Rover. So schaut's aus. Ja, und dann haben wir noch diese Konzerne. Da gibt es auch Universalseiten. Die haben wir bisher immer nur gespielt. Und jetzt spielen wir auch die harten Seiten. Meine Firma heißt Jump Drive. Deine heißt Oasis. Ultimate. Ach so, ich habe es gar nicht. Ja, okay. Ist noch irgendwas anders zum Grundspiel? Also wir haben ja hier dieses Rondell mit den ganzen Plättchen. Übrigens, das hast du nicht mitbekommen, nach unserem letzten Spiel haben wir das alles so schön einsortiert. Da ist mir nämlich eingefallen, als wir das zuletzt mit Daniel gespielt haben und Annika, hat Daniel noch erzählt, dass es in der Deluxe-Variante einen Deckel hierfür gab. Und da hat er mir noch erläutert, warum das besser ist, dass das einen Deckel hat. Und als ich heute das Spiel geöffnet habe, habe ich verstanden, warum. Sie sind alle komplett rausgefallen. Es war nichts mehr da drin. Das war ziemlich nervig. Dann habe ich das erstmal wieder alles einsortiert. Also ich muss sagen, dafür, dass das Spiel eigentlich ziemlich teuer ist, hätte ich es ganz nett gefunden, wenn man da irgendwie eine Abdeckung gehabt hätte, weil es tatsächlich nervt. Also du musst halt jetzt echt immer aufpassen, dass du das ja nicht drehst oder so und echt ganz gerade hältst, wenn du das eingepackt hast. Ja, das war ein bisschen störend. Aber wir haben halt dieses Rondell, da ist es jetzt so. Wo ist denn dein, hast du dein gelbes Plättchen? Da. Das legen wir mal hier hin. Der Startspieler, das bist du jetzt, würdest jetzt dir eine Ecke aussuchen, bei der du anfängst. Dann hast du die Wahl aus diesen zwei Stapeln. Und meins bleibt hier mal festliegen. Und ich muss dann quasi das nehmen, auf das mein Dreieck hier drauf zeigt. Das ist eigentlich die Grundvariante, wie man es spielt. Aber ich habe eben gelesen, man kann im Zweispielermodus auch sagen, wir drehen immer nur eins weiter, um das Spiel irgendwie ein bisschen berechenbarer zu machen. Aber was wollen wir? Berechenbarkeit. Wir spielen heute richtig krass. Deswegen machen wir das mal wie gewohnt. Ja, also so suchen wir uns unsere Teils aus. Endziel ist eigentlich, dass wir diese ganzen Spalten und Reihen füllen. Hier oben steht dann immer, wie viele Medaillen wir am Ende dafür bekommen, wenn die Reihe voll ist. Das sind, wie heißen die? Diese blauen, Moment, Rettungskapseln. Wenn in einer Reihe am Ende eine Rettungskapsel steht, dann wird die Reihe grundsätzlich nicht als voll gewertet. Genauso für Meteoriten. Wenn wir irgendwo auf Plättchen Meteoriten haben, was uns passieren wird, dann wird die Reihe oder Spalte auch nicht gewertet. Wir haben in unserem ersten Spiel oder eigentlich sogar im zweiten, uns ist das, also Annika und mir auf jeden Fall in dem ersten Spiel mit Daniel auch schon passiert, dass wir Gruppen gebildet haben, weil wir intuitiv bei Plättchenlegespielen einfach immer Gruppen bilden mit den Farben. Und wir dachten irgendwie, wir reißen es dann voll und haben massenhaft Punkte. Und am Ende hat sich herausgestellt, wir kriegen gar keine Punkte für diese ganzen Gruppierungen, die wir hier gelegt haben. Außer du hast halt irgendwelche Bonuskarten oder so, die das vorgeben, dann natürlich schon. Aber es ist keine Voraussetzung. Also es geht eigentlich hauptsächlich nur darum, diese Reihen und Spalten voll zu bekommen. Hier haben wir dann dieses Konzerntableau. Da ist es so, dass für jedes Plättchen, was wir legen, wir in der jeweiligen Farbe auf der Ressourcenleiste hier eins hochgehen. Was ganz cool ist, weil es hier ständig Belohnungen gibt. Also es fühlt sich auf jeden Fall sehr belohnend an. Ja, ansonsten steht hier noch, mit wie vielen Rovern wir starten. Rover sind in der Lage, Meteoriten einzusammeln, weil die am Ende uns ja hier diese Punktewertung blockieren. Und was können die noch machen? Können die auch Rettungskapseln einsammeln? Genau, Rettungskapseln und die Meteoriten. Und du hast nur einen Rover. Ich habe nur einen, du hast zwei. Ja, gut, du hast aber auch, glaube ich, den härteren Planeten, auch wenn ich auch drei Meteoriten habe. Aber naja, ja.
Also meine Spezialität hier auf meinem Planeten ist eigentlich, dass ich Plättchen nicht über Land und Eis legen darf. Also das muss abgetrennt sein, weil sich meine Eisplatten bewegen, war, glaube ich, die Geschichte dazu. Ja, und bei dir, ja, Genau, du bei hast mir halt ist diesen es wirklich der Graben. Graben. Ich darf die Plättchen nicht drüberlegen Und mit dem und Rover mit dem nicht. Rover nicht drüber fahren. Hab Genau. dafür dann aber zwei. Ja, genau. Und ich habe hier rechts unten als individuelle Bonusfähigkeit, dass ich eingesammelte Rettungskapseln entweder hier oben reinlegen kann, damit schalte ich mir dann Endmedaillenpunkte frei, oder ich aktiviere damit hier Technologien, die mir dann auch nochmal irgendwelche Vorteile bringen. Zum Beispiel teleportiere einen Rover auf ein Feld derselben Gebietsart, kosten eine Roverbewegung einmal pro Runde und noch zig andere Sachen. Ja, hier oben lagern wir Meteoriten, die wir abgebaut haben. Und pro drei Meteoriten bekommen wir am Ende einen Punkt. Und ansonsten. Genau, ansonsten haben wir noch Ziele ausgelegt, Ach drei stimmt, Stück am Rundenziele. Anfang. Zu dritt, zu zweit haben wir drei Rundenziele. Und da müssen wir dann am Ende, beziehungsweise am Anfang wäre es schon mal von Vorteil, wenn wir uns die anschauen. Und am Ende müssen wir dann gucken, ob die einer besser erfüllt hat oder ob wir Gleichstand haben. Ich habe übrigens gelernt, dass wenn wir Gleichstand haben im Sinne von, wir haben beide 0 Punkte, bekommen wir trotzdem die Gleichstandpunkte. Okay. Also Aufgabe Nummer 1 ist, sammle die wenigsten Meteoriten ein. Das heißt, umso mehr hast du liegen. Das ist natürlich scheiße. Oder du nimmst Plättchen, wo schon von Anfang an Ja, keine klar, drauf sind. ja. Das gibt es ja Gott sei Dank auch. Dann habe am Rand die meisten Energieressourcen Okay. und habe am Rand die meisten Technologieressourcen. Okay. Gut, müssen wir mal schauen. Ach so, und dann haben wir hier noch diese Stufenkarten. Wann kriegen wir die noch? Bei der Bevölkerungsleiste. Ah ja, genau. Dann Genau. können wir uns aus dem jeweiligen Stapel irgendwie eine aussuchen und da sind entweder Endboni drin oder Sofortboni. Ja, und dann haben wir jetzt noch die Ereigniskarten, die haben wir diesmal dazu genommen. Da ist es so, dass wir die. Oh. Jede Runde deckt ihr ein Ereignis auf und führt es aus. Genau, die sind gemischt. Das sind drei Schwierigkeitsgrade. Wir haben da unterschiedlich viele Karten. Kann man machen, wie man will, reinmischen. Insgesamt sind es 20. Und zu jeder Runde decken wir dann eine auf und führen das aus, was da drin steht. Und dann, ja, hoffe ich mal, dass alles gut geht. Lassen wir die Spiele beginnen. Schauen wir mal. Du bist der Startspieler. Gut, Dafür, dann. dass du das hier aushalten musst, dieses harte, asymmetrische Spiel heute. Das hat man nicht so vereinbart gehabt. So, dann fange ich mal an, dieses Ereignis aufzudecken, oder? Geht schon los in der Genau. ersten Runde mit Ich dem denke, wir machen Ereignis. es einfach mal, Machen wir es damit wir so. hier was Schönes Ach. erleben. Füge eine Bevölkerungskarte zu jedem Stapel hinzu. Aha, na ja, gut. Na gut. Dann. Kann ja auch nette Sachen passieren Ja. anscheinend. Ich lege die mal hier rüber. So, War das eine grüne? Ja, ne? Ich glaube, das die war eine Grünen sind grüne. gut. Ja. Die Roten sind, glaube ich, böse. Genau, ich Ich habe mir mische die natürlich nochmal. schon während der Erklärung ein Teilchen ausgesucht. Und wenn ich das dann hier platziere, darf ich hier drüben die Leiste hochmarschieren, die der Farbe auf dem Plättchen entspricht. Und das ist hier diese, wie heißt das, Energie? Energie. Ach so, da kannst du dir jetzt aussuchen, wo du hochgehst, ne? Genau, ist entweder, das ist ja hier mein erstes Plättchen, dann kann ich die andere Farbe, die ich eh gerade gelegt habe, zwei hochgehen. Oder wenn hier schon ein Plättchen liegen würde, eins der Ja, angrenzenden Plättchen. ja. Genau, also ich gehe zwei hier hoch und. Liegst du jetzt auf deinem Graben oder ist der da schon vorbei? Der geht hier lang. Okay. Ja, wie meinen die denn, leg dich nicht auf den Graben? Ja, Ist ich der denke so abgegrenzt? quer drüber halt mit einem Plättchen. Der ist aber abgegrenzt, oder? Guck mal, da sind noch so weiße Streifen. Ich glaube, ich muss dein Mikro umhängen. Ich glaube, du wirst mit deinem Bart daran rumkratzen. Ja, Geht oder das so. so? Test, So geht's. Test. Wir hören es leider nicht. Ach Erst so. später. So, dann such dir mal was aus. Ja, ich habe doch schon Ach so, hier stimmt. mein Blättchen Dann gelegt muss ich und jetzt, wo du ist. Ach, eben meins bist. lag eigentlich hier. So, was habe ich jetzt hier? Muss ich irgendwas beachten? Du darfst. Ach so, und diese Karten haben wir auch. Tja. Dann nehme ich. Technologie ist das Graue, ne? Dann nehme ich hier das. Aber da habe ich gleich so ein blödes Ding drauf, das will ich nicht. Ich nehme das. Genau, und wir fangen am Rand an und müssen immer angrenzend legen. Genau, Ich glaube, genau. auf dem
Einstiegskonzern war ja dann irgendwann, dass man nicht mehr an Grenzen legen muss, aber Stimmt, das wollen wir als hier ja nicht Technologie. loswerden, genau. Ja, ich glaube auch. Ja gut, da Gut, ist es dann. so. Warte, eins hier und eins hier. Das war's, oder? Dann war's das schon, oder? Du Ja. bist jetzt Kommandantin. Genau, und wir nehmen das nächste Ereignis. Du darfst diese Runde keine Plättchen an den Rand legen. Okay, dann schauen wir doch Okay, mal. da bleibt nicht viel übrig mit meinem Graben. Ja. Boah, ich möchte nichts mit einem Meteoriten, aber ich hatte fast anders. Wirst du nicht drumherum kommen. Ich nehme jetzt das. Nicht an den Rand, dann kann ich es hier hinlegen. Das geht. So, eins. Was bedeutet das jetzt hier? Kriege ich noch einen Meteoriten? Einen Rover? Wieso hast du denn kein Blättchen in deiner Roboterleiste? Kein Spiel? Ach, den hast du in der Ja, Hand. was ist das hier? Genau, da kriegst du deinen ersten Rover und damit kannst du Oh dann krass, dann rumfahren. kriegst du ja gleich schon deinen dritten. Ach so, nee. Okay. Ach, wir können. Doch irgendwie habe ich gelesen, wir können noch im Laufe des Spiels noch mehr Ja, bekommen. aber nur wenn hier in der Ja, Leiste. ja. Also ich habe hier meinen Rover und hier den zweiten. Mhm. Und alles andere ist dann die Bewegung vom Rover. Okay. Genau, und das Den irgendwo auf das Plättchen, irgendwo aufs das es Plättchen. Genau. ausgelöst hat. Okay. Ja, dann. So, was hast du mir hier übrig gelassen? Die hier. Nicht an den Rand. So, und bei den Wasserplättchen gab es noch eine Besonderheit, ne? Genau, die, wenn du die auf Eis legst, dann darfst du die Wasserleiste hochgehen. Wenn du die nicht auf Eis legst, dann darfst du auch die Wasserleiste nicht hochgehen. Beziehungsweise, das ist, ich glaube, das ist immer Eis und nie Wasser, oder? Also so habe ich Genau, das das ist eigentlich. hier auf dem Planeten heißt es Eis Genau. und auf dem Plättchen Ja, Wasser. okay. Und ich muss eins liegt drüber. Damit könnte ich eins auch richtig. Ach so, meine Wasserleiste geht hier auch kreuz und quer über den Konzern. Das ist aber ganz cool, weil du dann die anderen Boni noch kriegst. Und du hast ja hier sogar noch Sonderboni. Das ist schon cool. Da beneide ich dich ein bisschen um deinen Konzern. Schauen wir mal. Setze ich da auf das Feld, wo abgebildet ist. Gut, So, dann bist du dann war dran. es das schon. Ach, dann ist die Runde schon vorbei. Das Ja, waren ne? jetzt schon zwei Runden, die vorbei waren. Ich Ja, aber wir haben die gezogen für die jetzige Runde. denke. Dann ziehen wir schon wieder eine neue. Ich hoffe, das stimmt alles. Rücke den Biomasse- oder Technologiemarker ein Feld zurück. Ja, ich kann nur Biomasse. Hab ich nicht investiert bisher. Sei froh. Hier unten steht noch der Hinweis, wir können den Laden nicht mit Verlängerungskabeln am Laufen Ja, halten. die Texte sind ganz gut, ja. So, erstmal was aussuchen vielleicht. Ich würde ja eigentlich ganz. Naja, huch. Keiner hat Lust, Meteoriten zu nehmen. Nee. Ich gehe hier eins hoch Jetzt und muss da ich eins leider. hoch. Das war's schon. Jetzt muss ich leider. Hm. Dann werde ich wohl. Ach nee, ich darf ach, an den Rand legen, das war ja schon vorbei. Das vorbei. Das ist vorbei. Aber So. du Ach, müsstest dran, angrenzend, ne? genau. Scheiße. Und Dann nicht nehme ich das gleichzeitig, nicht. ne? Man darf das übrigens rausnehmen und anlegen und sich dann immer noch überlegen, es wegzulegen. Was hast du gesagt? Ja, genau, Das du darf ich wolltest. jetzt. Alles gut. Eins. Hier meine erste Medaille und ja, leider ein Meteorit. Dann bist du schon wieder dran und ein neues Ereignis, oder? Ja. Rover dürfen sich diese Runde nicht auf Bevölkerungsfelder bewegen. Was sind bitte Bevölkerungsfelder? Ach, die da. Okay. Schwarzen. Ja, toll. Ich wollte das eigentlich machen. Es geht schneller, diese Orte zu umfahren, steht auch noch drauf. Das wage ich zu bezweifeln. Ich möchte keine Meteoriten. Nee, nee, das gefällt mir nicht. Moment. Dann nehme ich mal. Wo sind denn diese drei? Ja. So. Den nehme ich. Eins. So, warte mal, eins, zwei und dann kann ich hier noch eine Wunschleiste hochgehen. Dann nehme ich doch hier die.
und suche mir mal eine Karte aus. Nimm und lege ein Plättchen aus deinem Sektor. Ach so, das ist mein Sektor. Will ich das? Nicht auf Bevölkerungsfelder, ja, scheiße. Das hätte jetzt ganz gut gepasst. Aber wenn ich drumherum fahre, wie ja empfohlen wird, könnte ich dann das Ding abräumen. Das geht ja wahrscheinlich nicht, weil das ein Bevölkerungsfeld ist. Du kommst ja nur ein Feld weit. Nee, nee, nicht mit dieser Karte. Ach so, naja, wenn du außen rumfährst. Ja, aber ich müsste das ja betreten, um es abzuräumen. Ach so. Das geht dann wahrscheinlich nicht. Dann mach's nächste Runde. Das geht auch nicht. Das ist ein Sofort-Effekt. Dann nehme ich jetzt noch ein Plättchen aus meinem Sektor und lege das hier aus. Nee, das will ich nicht. Ich muss es so legen. So, jetzt kann ich einmal grau nehmen. Ach nee, hoch, hier habe ich einen Meteoriten vergessen. Da kann ich einmal grau hochgehen. Dann kann ich noch eine hochgehen, weil die mir das hier ermöglicht. Achso, die zählt jetzt. Doch, die zählt noch. Wir sind noch in der Runde. Dann gehe ich blau hoch. Und dann gehe ich noch ein schwarz hoch. Ja. Überall einmal hoch. Ja. So, kann ich dieses Feld jetzt dahin über meine Rettungskapsel legen und die ist dann kaputt? Oder wie ist das, wenn ich das... Oder muss ich die erst abräumen? Die ist dann weg. Du kannst das drüber legen, aber die bringt dir dann nichts. Du darfst die dann nicht benutzen. Okay, dann ist das jetzt immer so. Bitte in den Vorrat. Jawohl. So. Ein hier, ein da. Und ich darf mir zwei vor. Dann gehe ich nochmal hier ein vor. Jetzt darf ich Felder überspringen beim Vorrücken. Auch noch. Auch noch, dann kann ich doch einmal so gehen, oder? Ach, überspringen darfst du auch? Ja, nee. Das ist hier. Ach, krass, okay. Freigeschaltet mit der ersten. Ja, das ist gut. Und fahr mit meinem Rover mal Richtung hier hin. Jo. Okay, dann bist du dran. Ereigniskarte. Der Kommandant. Ereigniskarte, rücke den Bevölkerungsbiomasse oder Wassermarker drei Felder vor, ignoriere dabei aber die Boni. Dann gehe ich mit dem, nee, das geht ja nicht, Technologie, Mist, Biomasse oder Bevölkerung, Biomasse oder Wassermarker. Dann gehe ich mit dem hier drei vor, da ist der Verlust nicht so groß. Beim anderen hätte ich es aber nicht gemacht. Die Boni sind mir eigentlich sehr wichtig. Technologie geht nicht. Achso, Wasser, ja. Dann darfst du dir was aussuchen. Hast du dir schon was ausgesucht? Das war jetzt. Schon, ne? Nö. Hast du das nicht eben gemacht? Nö. Mit dem, wo du den Wassermarker weggeworfen hast? Das war die Runde davor. Ah, okay. Und jetzt hast du, das ich war habe jetzt, aber noch nichts ausgesucht. Nee, ich habe ja noch gar nicht. Ach so, du hast noch nicht gedreht. Nee, wir haben ja, ja gerade erst das Ereignis, ja, oder? Genau. Mit dem Hochrücken. Gut, okay. Die Ereignisse. Och. Machen wir mal wieder Wasser und was noch? Ich glaube, du hast es nicht gedreht. Also ich glaube, es ist wieder genau da, wo es eben war, weil ich wieder diese beiden habe. Ich glaube, es ist nicht erlaubt, oder? Ich glaube schon. Ja? Oh, cool. Aber dann könnte ich ja das gleiche wieder benutzen. Ja? Das kam mir aber komisch vor. Komisch vor. Spielablauf. Wir spielen nur zu Beginn. Nee, du darfst sie zum... Hier steht, er darf sie zum Beispiel einen Sektor weit drehen, drei Sektoren weit oder einmal komplett im Kreis, dann ist es das, ne? Okay, cool.
Dann habe ich schon wieder die blöden Meteoriten, die ich nicht will. Jetzt bist du ja der Kommandant gleich, dann kannst du dir auch. Den hier. Genau, jetzt kann ich nämlich hier mal ein bisschen so. Jetzt kommt der erstmal hier drauf. Du sammelst Meteoriten. Ja. Hier eins vor. Jetzt kann ich hier eins rüberlaufen. Das war's, ne? Ja, toll. Naja, aber die liegen ja da schön nacheinander. So, was nehme ich jetzt? Noch ein Ereignis? Diese Oh Ereignisse ja. kommen irgendwie oft vor, vielleicht. Naja. Ignoriere diese Runde einen der Ressourcen auf deinem Plättchen. Die Kuppel Oh. ist halb voll. Die Kuppel ist da. Das ist Aber aber blöd. Also eine, ja, wir okay. kriegen nur eine. Ja. Ja, genau. Das ist nicht so schön. Dann nehme ich das hier und ignoriere das obere. So. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich mit meinem einen Rover hier überhaupt irgendwas abräumen soll. Das ist. Das war's schon. Ja. Neues Ereignis. Ein ereignisreiches Spiel. Erhalte einen zusätzlichen Rover Ja. und stelle ihn auf ein Ja. Plättchen, das du diese Runde legst. Wow! Ja. Das ja. Bitte schön. Das ist ja eine schöne Überraschung. So, ich glaube, da muss ich mal auf die andere Seite des Grabens wechseln. Ja, auf jeden Fall. Kannst du das überhaupt? Also so wie ich das ja verstehe, kann ich mit einem Plättchen nicht quer drüber bauen. Genau, das heißt, du müsstest jetzt angrenzen, Und so sonst angrenzen, wenn irgendwie. ich Also eigentlich hinlege. geht es nur da unten. Oder hier und du verlierst wieder so eine Kapsel. Ich nehme mal einen Meteorit, mein erster. Echt? Hammer. Das nehme ich. So, den lege ich auf das Blättchen. Nehme dieses Zweierplättchen. Das lege ich hier hin. Zack. Dann kriege ich so ein grünes. Das sind übrigens so Universalplättchen, die kann man als Filler noch. Ach, die muss ich auch sofort legen. Stimmt. Stimmt. Ja. Es gab so eine Fähigkeit irgendwie, die einem erlaubte, das nicht zu tun, aber die habe ich hier nicht. Ach so, und jetzt genau, jetzt lege ich den hier drauf. Den Rover. So, ich kriege auch ein so ein grünes Blättchen und ein. Und ich habe mir vier Roboterbewegungen geholt. Oh, Eins, da beneide ich dich drum, das hätte ich vorhin gerne gemacht. zwei, drei. Durftest aber nicht durch die Stadt fahren. Nee. Und Rücke den Biomasse- oder Wassermarkereinfeld zurück. warte mal. Ja. Biomasse- oder Wassermarkereinfeld zurück. Kriege ich dann den Bonus wieder? Nein. Doch, du kriegst ihn wieder. Da habe ich was gelesen. Moment. Ich weiß nicht, ob du ihn direkt kriegst oder ob du ihn. Warte mal. Was passiert, wenn ich. Nee, warte. Was passiert, wenn ich auf meiner Rover- oder Bevölkerungsleiste über einen Meilenstein zurückrücke? Rover- oder Bevölkerungsleiste? Ist das jetzt aber nicht. Du erhältst den Bonus des zuvor erreichten Meilensteins, aber nur Rover oder Bevölkerungskarte und erhältst ihn sogar noch einmal, wenn du den Meilenstein erneut erreichst. Allerdings kannst du nicht mehr Rover erhalten als auf deinem Konzern angegeben. Also Okay. müsstest du die jeweilige Leiste nehmen. Warte mal, Bevölkerung oder Rover. Dann gehe ich Bevölkerung zurück und kann mir noch eine Karte aussuchen. Das ist viel schlauer. Was war das Ach Ereignis? nee, hier ein zurückkehren, ja.
Biomasse oder Wassermarker müssen wir doch einfach zurück. Ach so, ja, dann ist es egal. Dann muss ich. Genau, und dann kriegen wir nichts, oder wie verstehe ich das? Okay. Gibt nichts. Ja, zurück gibt's nichts. Gibt nichts. Das war das Ereignis. So, warte mal, nehme ich das hier? Ja, ich glaube, ich nehme das. Ich nehme das. So, dann nehme ich einmal, gehe ich rot eins vor, blau und nochmal rot und habe insgesamt 3 Rover-Bewegungen. Da gehe ich 1, 2 und 3. Man kann sich die Schritte aufteilen auf beide Rover. 1, ich habe 9 Bonus. 2 Rover-Bewegungen. Tja. Oh, ich habe die 2 Dinger. Ich lege die immer in den Vorrat. Wir müssen hier sammeln. Ich kriege jetzt eine Roverbewegung für jeden Rover auf einem Wasserfeld am Rundenanfang. Ach du liebe Zeit. Auf einem Wasserfeld. Ach, Wasserfeld. Eis. Eis nützt nichts, ne? Nee. Da musst du zurück. Da muss ich den da parken auf einem Wasserfeld. Ja. Sind wir durch? Ich denke. Ziehe eine zusätzliche Zielkarte und lege sie zu deinen anderen. Wie wäre es mit ein paar Überstunden? Nein, danke. Jetzt müssen wir auch noch Zielkarten haben. Du lieber Gott. Ja, Einzelziele oder was? Ja. Oder okay. Nee, Einzel. Höchstens 5 Energieressourcen. Das ist, glaube ich, schon vorbei. Nee. Habe ein Gebiet. Ach nee, die müssen wir geheim halten, habe ich gelesen. Gut, das ist ja jetzt für den Zwecke der Aufnahme. Habe ein Gebiet mit 6 Bevölkerungsressourcen. Kacke. Bevölkerung. Oh. Ich habe jetzt so völlig wahllos gelegt. Nichts klappt. Nichts klappt hier. Ich muss mal meinen Rover ein bisschen wegschieben. Bewegen. Auf dem Wasser stellen. Ach so, und das Spiel endet entweder, wenn hier ein Kästchen komplett leer ist oder wenn man aus seinem Sektor das eins davon nicht mehr adäquat hinlegen kann. Wobei man da das Spezialziel ignoriert. Falls man einen Spezialplaneten hat, dann guckt man nicht, also dann endet das Spiel nicht, nur weil man die individuelle Spezialbedingung hier nicht erfüllen kann. Dann würde man es normal versuchen und dann würde es erst enden, wenn man es normal nicht mehr nach den Grundregeln legen kann. Kompliziert was. Bin gerade nicht, gedanklich nicht dabei, sorry. Ich durfte noch ein extra, ich glaube, so machen wir das, okay. Du dürftest dir mal ein Blättchen aussuchen. Oh. Dann nehme ich doch das. Dann nehme ich doch das. Ach, das geht nicht. Dann lege ich das hier hin. Einmal grün und einmal grau. Und dann lege ich das. Wo lege ich das hin? Dann lege ich hier hin. Okay. Dann. Nächstes Ereignis, ich hoffe, das stimmt so. Rücke einen Marker ein Feld zurück. Du hast die Qual der Wahl. Eieiei. Ich nehme grau. Ha, ich nehme den Rover. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe auf meiner Leiste, kann ich gar nicht meine Technologien freischalten. Ja, das musst du mit deinen Rettungskapseln machen. Das ist ja dumm. Habe ich nicht bedacht irgendwie. Okay. So, Mist. Dann macht es auch gar keinen Sinn, hier besonders weit hoch zu gehen, weil hier unten kriege ich 5 Punkte und da kriege ich nur einen. Ja? Ja, hier macht es tatsächlich Sinn, die Technologieleiste nicht besonders hoch zu gehen. Ich bekomme hier 5 Punkte und hier nur noch 3, 2, 1. Das wird immer weniger. Ja. Das ist ja ein Ding. Ja, du bist ein knüppelhartes Spiel. Du bist ein Technologieverweigerer. Ja, wenn mich das hier nicht ein bisschen an Frostpunk erinnert vom Schwierigkeitsgrad her. So, jetzt such dir erstmal dein Plättchen aus. Ach so. Bist Kommandant. Danke. So, ich brauche hier irgendwas. Das nehme ich. So, erstmal einen Meteoriten. Dann zack, 1. Und dann nehme ich nochmal 1 und kann mir aus Stapel 2 etwas aussuchen. Oh, das nehme ich. Sammle 2 Rettungskapseln auf deinem Planeten ein. Mm. Das ist nicht schlecht. Das nehme ich.
Die kann ich nämlich dann gleich benutzen für Technologien. Genau, oder Siegpunkte. Teleportiere einen Rover auf ein Feld derselben Gebietsart. Mache ich. Rücke bei einem Synergieschub den Gewählten. Und das machst du einmal oder wie? Einmalig oder wie? Einmal pro Runde. Du darfst mein Plättchen legen, bei einem Plättchen Technologie wie Energie behandeln. Was? Was ist denn hier Energie? Die hier. Oder was war Ach so, das? Ja. Du darfst beim Plättchen legen, bei einem Plättchen Technologie. Bei einem Plättchen Technologie wie Energie behandeln. Ah, okay, du willst ja keine Technologie. Das ist gut. Das ist ganz gut. Wähle einen Ressourcenmarker und erhalte eine alle Boni in seiner Reihe, einmal pro Spiel. Oh, das nehme ich. Da werde ich nachher hier 18 Schritte mit meinem Rover gehen. Ja, aber sind das keine Effekte, die du gleich machst? Nee, und einmal dann pro Spiel. Ach so, und das machst du. Dann weiß ich nicht, muss ich dann irgendwie markieren. Das ist einmal pro Runde. Ja. So. So, und das hast du mir übrig gelassen, ne? Mhm. Bevölkerung. Oh, ich habe das Gebiet schon. Jawohl. Ein hoch, hier ein hoch, 1, 2, 3. Moment. Ist okay. Rücke den Bevölkerungs- oder Technologiemarker ein Feld vor. Technologie mache ich nicht. Auf keinen Fall. Was steht unten? Kann hier niemand ein Geheimnis für sich behalten? Geht das nicht? Technologie oder? Bevölkerung. Legst du ein Plättchen nicht auf Eisfelder, rücke dein Wassermarker ein Feld vor. Ich habe nicht zugehört. Legst du ein Plättchen nicht auf Eisfelder, rücke dein Wassermarker ein Feld vor. Ist doch auch nicht schlecht. Ja, das denke ich aber auch. Das kannst du doch dann ständig machen. Das kann ich ja ständig machen dann. Ja. Dann bist du dran. Ach so. So, was haben wir denn hier Schönes? Nicht auf Eisfelder. Und wenn ich Wasser auf ein Eisfeld lege, aber alles ganz normal. Ja. Ich, ja. Würde ich sagen. Ach, das passt hier so schön rein. Ich bräuchte nochmal so ein Einzelding. Oh. 1, 2, 3. Ich nehme, was nehme ich? Das hier. Das ist wieder beides hier mit Dings drauf. Ne, ich nehme das. Das nehme ich. Und hier darf ich eins vor. So. Dann darf ich ja noch eins vor. Ein Meteorit. Hier eins vor. Und hier kann ich 2 Schritte gehen. Das heißt, für eine Bewegung. Ich nutze einmal meine Fähigkeit mit einer Rover-Bewegung und kann auf ein Feld dieser Art gehen, teleportieren. Jetzt habe ich noch eine Bewegung übrig. Da gehe ich, wo gehe ich da hin? Da gehe ich hier hin. Hier hin. So, das war's für mich. Ja. Dann. Du hattest aus, oder hatte ich? Ich habe ausgesucht. Und dann? Du hast ausgesucht. Ich habe ja, ja, okay. Ja. Rücke den Rover oder Biomassemarker ein Feld vor. Ob sich die Rover festfahren? Fragezeichen. Schauen wir mal. Aber dann können wir den Bonus kriegen, oder? Das steht hier nämlich nicht dabei, dass wir es nicht können. Dann bewege ich nämlich meinen Rover nochmal. 1, 2. Ich habe den schon wieder hier reingelegt eben. Mache ich auch. So. Dann. Was nehmen wir? Ich bräuchte mal so ein Viereck. Wäre nicht schlecht. So. Nee, so. Grün. Und noch eins meiner Wahl. Dann gehe ich nochmal Rover. Eins. Nee, wie mache ich das jetzt?
Ah, ich kann mich wieder beamen mit einer Bewegung. Nee, das ist noch dieselbe Runde. Das geht nicht. Eins, zwei. So. Du hast ausgewählt, ne? Doch, es ist eine neue Runde. Ich habe ja gerade das gelegt. Ich kann mich doch beamen. Ich beame mich nämlich hier hin und nehme das weg. Und dann hätte ich noch eine übrig und nehme das auch noch weg. Schalte ich was frei. Ziehe drei Ziele und wähle eins davon. Nee, will ich nicht. Diese Ziele. So, dann bist du dran. Neues Ereignis. Erhalte entweder einen Synergieschub oder sieh dir das nächste Ereignis an. Wir haben keine Zeit mehr. Gehen wir es an. Hä? Du kannst dir das nächste Ereignis anschauen oder du nimmst einen Synergieschub. Das heißt, du kannst hoch, wo du willst. Oder ist dieses... Nee. Wenn wir uns beide das nächste Ereignis... Nee, ich gehe jetzt hoch. Ich auch. Blau. Okay. Okay, und dann Plättchen aussuchen, ja. Ba, 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 ba. Wasser, Rover, zwei vorn plus ein Und das hier, und leg das hier hin, ich kriege ein Bonusblättchen. einmal grün, einmal grau. Nur so mittel. So, lege einen Meteoriten auf ein freies Meteoritensymbol. Ich schwöre, ich habe diesen Meteoriten da gerade weggeräumt. Tja. Dann nehme ich jetzt, ich brauche so ein Dreier-Dings. Das brauche ich. Das lege ich hier hin. Ein Meteoriten, einmal Technologie und zwei Rover-Schritte. Dann teleportiere ich den hier hin und gehe mit dem noch einen Schritt. Ja. Ich bin unzufrieden ein bisschen, muss ich sagen, mit dem Verlauf hier. Ich habe auch noch so viele Lücken. Ich muss hier unbedingt noch an diese Einzelplättchen kommen und ich müsste da mal Zeug wegräumen, diese Kapseln. Jetzt habe ich schon eine zweite Auswahl. Kann doch nicht so schwer sein. An den Rand. Das ist so windig. Uah. Vorsicht. Einmal rüber. Meteoritenangriff. Einmal den. Hast du jetzt neu gedreht oder sind wir noch in dieser Runde? Nee, du hast gedreht und ich suche mir meinen Okay. gerade noch aus, Okay. meine ich. Glaube ich auch. Was hast du denn hier? Das ist noch eine Doppelkarte. Achso, das ist deine Einzelkarte. Ereignis, ne? Rücke einen Marker zwei Felder zurück. Oh ja, Technologie. Warum kann Jawohl. nicht einfach mal was Ja. funktionieren? Für mich war das jetzt ganz gut eigentlich. Stimmt. Das ist ja perfekt für dich. Ja. Ach, ohne Biomasse wird das nichts heute. Und suchen. Was brauche ich noch? Ich müsste unbedingt mit meinen Rovern ein bisschen rumreisen. Gut zu wissen. Da sind so viele rote. Stimmt das?
Okay, ich hab's gleich. Ja. Und jetzt nimmst du dir was raus, legst es erstmal an, dann legst du es wieder zurück. Genau, genau. Ach so nicht. Nee, das war's. Nochmal zwei. Oh, ich bin sehr unzufrieden hier. So. Hier eins hoch und grün eins hoch. Dann kriege ich noch ein Plättchen, das lege ich direkt hier hin. Dann ist die Lücke auch geschlossen. Ja. Das war's. Das ist auch so stimmt, was ich hier mache. Lücke 3. Ich merke es zumindest nicht. Kriegst bestimmt wieder so Hasskommentare unter das Video. Bloß nicht. Was hast du denn da in Runde 16,5 gemacht? Wieso gibt es denn hier zwei Rücke 2 verschiedene Ressourcenmarke Einfeld vor und Rücke 3 verschiedene Ressourcenmarke Einfeld vor? Naja, wir haben die halt zufällig gezogen. Ach so, aber da ist ja eins schlechter. Das war. Außer. Oder habe ich was du verpasst? Du willst mit einem auf keinen Fall. Ach so. Nee. Ja, deswegen ist es von Vorteil, wenn du eh ja schon an diesen Stapel kommst. Ja, klar. Das schürt hier den Konkurrenzkampf nochmal ordentlich. Das schürt vor allen Dingen. Ich nehme ein paar Medaillen am Schluss, kann mich nicht entscheiden. Okay. Ignoriere diese Runde Meilensteine beim Vorrücken deiner Ressourcenmarker. Hast du geprüft, ob der Stecker drin ist? Also wir kriegen nichts oder wie? Ja, raus? Das ist natürlich hart. Das ist übel. Das macht keinen Spaß so. Nee, finde ich auch. Dann, tja, das ist ja blöd. Aber Meilensteine, das sind nur die, die abgebildet sind. Okay, also solche Bonusressourcen gibt es noch. Ja, ja. Dann nehme ich nämlich jetzt hier das Ding und gehe hier eins hoch und mit dem Rover, dann habe ich zwei, dann kann ich wieder einmal beamen. Da beame ich mich hierher und gehe hier den zweiten Schritt. Das ist aber auch, ich möchte mehr schaffen hier. Ich bin nicht zufrieden. Also, das Plättchen, Rover, 1, 2, 3. Blank. Ja, dann. Ob das stimmt mit den ganzen, aber ich glaube schon, das kommt aber ungefähr hin von der Menge bis zum Spielende. Kommt oft vor, aber... Rücke den Rover oder Bevölkerungsmarker Einfeld vor. Ich mache Rover, zwei Schritte, beame mich hier hin, eins und zwei und kann noch eine Leiste hochgehen, dann gehe ich hier nochmal zwei, beame mich hier hin, ach nee, das kann ich nur einmal machen. Dann gehe ich aber 1, 2 hier hin. So. Das stimmt. Das stimmt. Mit deiner Beamerei. So, jetzt bist du dran. Oh, ich suche schon. Jetzt kann ich mich aber gleich nicht nochmal beamen. Also, zwei, Rover, zwei, sind vier Felder oder wie oder was, plus ein. Ich muss unbedingt hier, oh, das sieht gut aus. Und ein Bonusplätze, man kriegt ganz schön viel durch diese zusätzlichen Dinger hier. Mhm. Wenn ich jetzt wüsste, was mir übrig bleibt. Ja. Ich habe schon meine Wahl getroffen quasi. Innerlich, also du siehst es noch nicht. Ereignis. Rücke den Rover oder Wassermarker ein Feld vor. Können Rover über Wasser fahren?
Ich nehme Wasser und Rover, weil ich einen Bonus habe. Dann kann ich nochmal zwei Felder hier fahren. Eins, zwei. Und dann wähle ich aus. Und zwar wähle ich. Nee, das wähle ich doch nicht. Ich wähle das hier aus. So, dann bekomme ich schon wieder einen blöden Meteoriten. Und zweimal. Nee, einmal Wasser. Und jetzt kann ich hier auch Rot nehmen, ne, weil das hier angrenzt. Genau. Jetzt habe ich drei Meteoritenschritte. Da fahre ich das hier mal weg. Eins. Und dann zwei, drei. Ja. Ja. So, dann sind wir wieder. Sind wir schon Du bist durch wieder? ja, du bist dran. Ein Ereignis. Rücke den Rover oder Technologiemarker ein Feld vor. Ich nehme natürlich wieder Rover. Eins. Nee. Ich beame mich hier hin. Eins. Zwei. Hier auf Stufe 5. Drei. Dann mache hier den mal voll. Nee, ich mache das hier. Ich mache das so. Das ist. Oh, jetzt muss ich mir was nehmen. Passt das noch? Passt das noch? Jo, das passt. Einmal hier, Nummer 3. Und dann gehe ich noch rot vor. Dann habe ich noch drei Rover-Schritte. Nehme ich die. Und ich habe noch drei Rover-Schritte. Da beame ich mich hierhin. Ein, zwei, drei. So. Boah, also ich werde den Kampf hier Ich mit glaube Sammel die auch, wenigsten ich Meteoriten nicht hätte mich gewinnen. nicht so Ja. zurückhalten müssen mit den Meteoriten. Aber ich habe auch nichts mehr zum Aufräumen. Oh, ja. Sei froh. Sind wir So, schon wieder durch? dann sind Ja. wir schon wieder durch, du. Ereignis. Ignoriere diese Runde einen der Ressourcen auf deinem Plättchen. Mal wieder. Wir sind wahrscheinlich schon durch. So. Dann nehme ich das da. Ach nee, kann ich nicht. Stopp, kann ich nicht, kann ich nicht. Ich muss dieses. Halt, Das muss ich stopp. nehmen. Das muss ich nehmen. Das muss ich nehmen. Das müssen wir am Schluss nochmal überprüfen, ob du richtig gebaut hast. Ja, habe ich schon. War nicht so kritisch. Jetzt kann ich nicht mehr hoch. Stopp. Es gab irgendeine Regelung, wenn man nicht mehr hoch kann, kriegt man trotzdem irgendwas. Wenn ich jetzt wüsste, wo es steht. Tja, wo steht es? Jedes Plättchen, nachdem ihr seht nach Ressourcenmarker, ihr dürft dabei. Ich bin auch oben. Es gab auch hier irgendwo was, wo es stand, was passiert, wenn man ganz oben angekommen ist. Nicht auf dem Eisfeld. Ressourcen. Ah, erreicht ein Ressourcenmarker. Das oberste Feld seiner Leiste. Erhältst du am Spielende die höchstmögliche Anzahl an Medaillen? Du rückst deinen Marker im Laufe des Spiels aber nicht mehr weiter vor. Wenn du ein Plättchen liegt dann auf, wenn du ihn vorrücken würdest, erhältst du so viele Rover-Bewegungen wie über der Leiste angegeben. Drei. Oh. Oh, cool. Dann kriege ich nämlich noch drei. Das wollte ich hören. Eins, zwei. Ja, darf ich da stehen. Ach so, das kann ich ja nehmen. Okay, dann bist du wieder dran. Bin ich wieder dran. Du darfst diese Runde keine Plättchen an den Rand legen, Jan. Okay. Das geht nicht. Gott sei Dank habe ich hier noch mittendrin mir einen Platz gelassen. Aber ich bräuchte hier mal zwei einzelne. Schlupp. Bin ich oben? Da bin ich oben.
Tja, ich glaube, es ist vorbei. Nicht auf dem Eisfeld. Das Spiel ist vorbei. Das Spiel ist vorbei. Ja, ich kann nicht mehr legen. Ich kann nicht mehr legen. Also, beziehungsweise, nee, ich kann gar nicht mehr legen nach keiner. Doch, ich könnte nach, stimmt, ich darf ja jetzt die Regel ignorieren. Nee, da steht ein Rover, dann kann ich auch nicht legen. Ich kann Doch, nicht den legen. Kannst du, glaube ich, platt machen, dann ist er weg. Aber dann brauchst du eh für nichts mehr. Ja, okay, dann mach ich. Das geht, Rover auch. Bist du ganz sicher? Nicht hundertprozentig. Ich dachte mal, sowas gelesen zu haben. Also mit den Dings ist es auch. Ich glaube, irgendwie stand dann da, es kann sein, dass du gar keinen Rover mehr irgendwann hast. Soll ich mal gucken? Ich weiß gar nicht, wo ich gucken könnte. Wo man mal gucken könnte. Das ist aber blöd jetzt. Ich dachte, ich könnte hier noch ordentlich was reißen. Ehrlich gesagt. Ich habe übrigens meinen. Voll. Oh, dann ist es ja auch komplett. Komplett. Hammer. Ich haushalte hier sehr schlecht. Das war letztes Mal schon so, dass ich so viele Lücken. Ich habe so viele Lücken, aber gut, ich darf auch die Dinger nicht überlegen. Dann hole ich schon mal hier dieses. Gut, jetzt wäre es ja sowieso wegen dir vorbei. Aber ich könnte noch. Aber es würde, glaube ich, auch nicht viel ändern. Ich finde es nicht. Ja, dann lassen wir es jetzt müssen so. Wir wahrscheinlich verliere ich jetzt unrechtmäßig, aber dann. Wahrscheinlich ist es so. Müssen wir es annullieren. Überdeckst du mit einem Plättchen Rettungskapseln oder Rover, werden diese Rettungskapsel und Rover zerstört. Jawohl. Und kommen zurück in die Schachtel. Dann lege ich das noch. So. Jetzt habe ich allerdings einen Meteoriten. Dann ist es so. So, dann kann ich aber noch 3 Rover-Bewegungen machen. 1, 2. Na cool, dann bin ich das noch losgeworden. Und Rot-Technologie muss ich leider noch einen Zug gehen. Ja, okay. Das war jetzt, glaube ich, nicht unbedingt zu meinem Vorteil. So, Schlusswertung. Ihr habt die irgendwie letztes Mal gemacht. Ich bin hier nicht so. Ja, am besten mal. Hier steht nämlich Planet und Konzern. Da habt ihr letztes Mal nichts eingetragen. Was kann das bedeuten? Oben ist Planet Vielleicht und dann Konzern. Gibt es einen Planet, der speziell Siegpunkte gibt? Vielleicht. Sag mal, hast du eigentlich deine Superfähigkeit da genutzt, wo du einmal aus einer. Nee. Oh Mensch. Ja. Da hätte ich noch einiges hier. Da hast du dich das ganze Spiel können. Drauf gefreut. Ja. Ja, das habe ich vergessen. Aber das ist doch. Das war jetzt einfach zu viel. man muss mehr beachten mit diesen zusätzlichen. Ich schreibe schon mal unsere Rettungskapseln auf. Da ist es, Wertung. So. Du erhältst für jede Reihe und Spalte deines Planeten, in der kein leeres Feld und kein Meteorit ist, 1, 2 oder 3 Medaillen. Was? Ich habe nicht zugehört. Alle Reihen und Spalten. Ach so, das ist Planet. Nee, Reihen und Spalten ist das. Das ist Reihen und Spalten. Okay. So geht's hier los. Okay. Mir sieht es ganz schlecht aus. Was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Eigentlich, bei dir müssten es eigentlich 32 sein, weil Annika hatte letztes Mal 32 Punkte und die hatte den ganzen Planeten voll. Ich habe 40 gezählt. Aha. Ah, vielleicht. Vielleicht hatte die Meteoriten da noch liegen. Oder es ist bei den Planeten anders, dass wir andere. Haben. Das gibt du musst 1, ja eigentlich 2, alles 3, zusammen 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40. Huch. Okay, dann schreibe ich dir mal 40 auf. Ich habe 15. Du erhältst bei jeder Ressourcenleiste die Medaillen vom obersten Feld, das dein Marker erreicht oder 9, überschritten 7, hat. 9, 14, 17. Ach, das ist ja jetzt Mist. Ach nee. 17. 8 und 5, 13. 18. Krass. Ein mehr.
Du erhältst 3 Punkte, du kriegst 1 Punkt für Meteoriten. Bevölkerungskarten. Und die Medaillen hier oben, ne? Die habe ich dir schon gegeben. Rettungskapseln und Medaillen. Keine Sorge. 3 bekomme ich noch von der Bevölkerung. Hast du Endkarten? 2. 2 Medaillen? Mhm. Okay. Dann habe ich hier erfüllt meine Rundenkarte mit 6 schwarzen Gebieten. Auch da bekomme ich 5 Punkte. Da bekommst du 5. Wo waren denn unsere Einzelziele? Das ist dein Einzelziel. Achso. Höchstens 5. 1, 2, 3, hier bekommst 4, du 5. Höchstens 5 ist 5. Hast du zufällig erfüllt? Habe ich ganz zufällig erfüllt. Irgendwie wie viele Punkte bekommst du? Hier, die bekommst du noch. Wie viel hast du von diesen Energieressourcen am Rand? Ich habe eine. Ich auch. Du auch. Dann bekommen wir jeder 2 Punkte. Das müssen wir gleich noch dazu. Technologie habe ich 1, 2, 3, 3. Kriegst du auch, oder? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann 2, ich bekomme 7 und du insgesamt? 5. 10. 10. 15. 17. Ja, krass. Ich zähle das gar nicht zusammen. Weißt du, was Planet und Konzern bedeutet? Nein. Okay. Dann lassen wir es jetzt einfach. Ich da steht nichts von da. Ich kann mir nur vorstellen, dass es tatsächlich Planeten gibt, die noch so eine Wertung haben. Ja, also ich zähle nicht zusammen. Du hast mit Abstand gewonnen. Und wahrscheinlich kommt jetzt raus, dass ich über den Graben falsch gebaut habe und das kann natürlich das sein. Spiel annulliert wird. Aber gut. Aber gut. Ist ja unser erstes hartes Spiel gewesen. Genau. Ja, gut, dann gratuliere ich dir zu deinem Sieg. Vielen Dank. Irgendwie, manchmal ergibt es sich dann. Ja, ganz manchmal ergibt es sich. Aber ich fand es jetzt nicht schlimm, mit diesen asymmetrischen Sachen zu spielen. Das nee, man muss deutlich mehr beachten. Hier, ich hatte hier immer was, wo du zusätzlich dran denken darfst. Und es ist halt ein bisschen neuer. Also du hast dann mal mehr Abwechslung einfach. Ja. Dadurch, dass du dann noch unterschiedliche Boni hast. Ja. Sehr schön. Alles klar, dann verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.